Hallo und herzlich willkommen hier in der Wunderkesselküche. Ich bin Kai und heute habe ich für euch ein Rezept aus der Kategorie Backen im Varoma. Die Frage, die ich mir halt immer stelle, ist, kann man das wirklich Backen nennen? Aber wir haben das ja vor einiger Zeit schon mal ausprobiert und das hat wirklich wunderbar funktioniert. Also sollten wir es eher Kuchen machen im Varoma nennen. Ich fand das damals richtig cool, das haben wir das erste Mal ausprobiert und deswegen machen wir das jetzt nochmal. Heute gibt es, wie ihr an den Zutaten unschwer erkennen könnt, Magerquark, Zucker, Eier, Sahne, Käsekuchen. Der Klassiker unter den Kuchen schlechthin. Und wie das funktioniert, das zeige ich euch jetzt. Ihr braucht etwas Zitronenschale von einer ungespritzten Zitrone, 2 bis 3 Stück. Also das ist so ungefähr ein bisschen weniger als eine halbe, also eine Drittel Zitrone vielleicht, also die Schale einer Drittel Zitrone. Ja. Das Ganze wird jetzt zerkleinert im Thermomix auf Stufe 8. Für etwa 5 Sekunden. Die ganzen Krümelchen, die schieben wir nach unten mit unserem Spatel. Denn als nächstes kommt der Zucker hinein und den schreddern wir auch, den pulverisieren wir auch. Und das sind 150 Gramm Zucker. Und außerdem gebe ich noch eine halbe Vanilleschote dazu, und zwar die komplette. Das Ganze wird jetzt pulverisiert auf Stufe 10 natürlich, und zwar 30 Sekunden. Also das braucht eine Zeit und wird auch erstmal ordentlich laut. So, die nächste Zutat kommt rein, das ist Butter, aber vorher müssen wir hier das Zitronen-, Zucker-, Vanilleschotenpulver etwas nach unten schieben. Butter kommt jetzt rein. Da habe ich 50 Gramm schon mal in Stückchen vorbereitet. Die sollte möglichst weich sein. Je weicher, desto besser. Zack! Je weicher, desto besser. Hier oben sehe ich gerade, hat sich noch ein bisschen was festgesetzt. Und das Ganze vermischen wir jetzt 20 Sekunden auf Stufe 4. So, schauen wir mal. Ich hoffe, dass die Butter weich genug war, damit sich das schön vermischt hat. Jawohl. So sollte das aussehen, dass sie hier so eine schöne Vanille, Zucker, Zitronenschalenbutter hast. Ja, also schön cremig sollte das sein. Oben ist noch ein bisschen Zucker, das machen wir jetzt auch runter, aber unsere restlichen Zutaten kommen jetzt noch rein. Als das da wären, 40 Gramm Speisenstärke, 2 Eier, 200 Milliliter Sahne und Quark, 600 Gramm Magerquark. Das Ganze vermischen wir jetzt nochmal 20 bis 30 Sekunden, ebenfalls Stufe 4. Und dann ist eigentlich unser Teig schon fertig. So, und damit ist unsere Quarkmischung fertig. Das sieht sehr gut aus und die füllen wir jetzt hier in die Backform. Das ist eine Springform, 18 cm. Ich befürchte, die ist ein bisschen zu klein, aber wir werden es sehen. Ja? Nö, geht. Sieht doch gut aus. Also alles schön raus. Spateln hier. Ja gut, der geht wahrscheinlich auch noch ein bisschen auf. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Ja, wir werden es sehen. Zur Not geht er halt über. So, ich habe jetzt den Topf echt gut ausgewaschen, damit sich unten, da hat sich so ein bisschen Zucker festgesetzt, dass das jetzt nicht gleich festbrennt. Denn jetzt brauchen wir 1400 Milliliter Wasser. Ich glaube, es ist nicht schlimm, wenn es ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger ist. Es ist ja wirklich nur zum Dampfgaren. Dann kommt der Deckel drauf. Oh, den habe ich jetzt nicht gespült. Na gut, egal. Und unsere Springform kommt in den Varoma. Ja?
Die passt halt auch genau rein. Es gibt noch eine, die ein bisschen größer ist. Wie gesagt, wenn ihr euch fragt, wo es solche Springformen gibt, die gibt es bei uns im Wunderkessel im Shop. Da könnt ihr euch die bestellen. Da gibt es auch eine Gugelhupfform und was weiß ich, was an tollem Zubehör. Was ihr da nicht bekommt, dafür aber in jedem Laden, ist Frischhaltefolie. Die sollte hitzebeständig sein, denn die müssen wir jetzt über die Springform legen. Und zwar aus Sicherheitsgründen. Ja, nämlich um zu gewährleisten, dass das ganze Wasser, was jetzt beim Dampfgaren hier sich oben am Deckel festsetzt, nicht in den Kuchen läuft. Ja, so, also einfach eine Frischhaltefolie drauf und ich würde euch das jetzt zeigen, oder kippt das um, ne, es geht so, na, ihr könnt euch das vorstellen, einfach drüber. So, Deckel drauf, auf den Varoma. Und das Ganze wird jetzt 70 Minuten, das ist eine lange, lange Zeit, in der man viel unnötige Dinge tun kann. 70 Minuten, Varoma-Stufe, Geschwindigkeit 1, gegart. Was kann man in 70 Minuten machen? Ich könnte 2 Folgen meiner Serie schauen. Das werde ich jetzt auch, glaube ich, machen. 70 Minuten, bis gleich. Der Kuchen ist fertig. 70 Minuten später. Bin ich gespannt, wie es aussieht. So, muss man ein bisschen vorsichtig sein. Hier steht alles noch voll Wasser. Und auch hier oben, das könnt ihr erkennen, ich gieße das jetzt hier mal langsam runter auf der Folie. Ne? Deswegen haben wir da die Folie drauf gemacht, dass da kein Wasser in den Kuchen reinläuft. Ich ziehe die jetzt mal vorsichtig ab, die Form. Ja, ist lustig. Ich muss mir mal was zum Rausheben holen. Die Konsistenz ist eher wabbelig, so wie man das bei einem Käsekuchen vielleicht auch erwartet. Aber ich bin sehr gespannt, ob er denn auch fest ist. Das ist ja echt, das ist ja... Guckt euch das an hier. Sehr lustig. So, ich mache jetzt auch die Form nochmal drum, ja, mache es auch nochmal zu und dann lassen wir den erstmal auskühlen, bevor ich den anschneide, weil sonst geht der uns, glaube ich, der fängt schon an hier auseinander zu gehen. Ich glaube, das ist sinnvoller. Es ist Kuchenzeit! Endlich ist er abgekühlt, unser Varoma-Käsekuchen. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob der an den Käsekuchen rankommt, den ich kenne. Ja, der ist nämlich legendär. Also, ich habe da jetzt mal, so wie man das macht, hier schon mal so vorgeschnitten. Und also das geht ja hier wie durch Butter. Das ist ja unglaublich. Lässt sich ja total leicht schneiden. Gut, hat natürlich auch keinen Boden. Das ist halt wirklich wie so ein, ja, ich sag mal so, wie so ein Quarkkuchen irgendwie. Witzig. Das sieht eh, also ich würde das jetzt nicht als Kuchen bezeichnen. Doch, natürlich schon, aber es sieht jetzt nicht so wie so ein klassischer Kuchen aus. Ist irgendwie witzig, guck mal. Hat eine lustige Konsistenz. Ich probiere das jetzt mal. Weil wenn das jetzt geschmacklich auch noch in Ordnung ist, ja, Boden, wie gesagt, kriegt man wahrscheinlich da eher nicht mit hin, aber der meiste Käsekuchen ist ja ohne Boden. Ja, das machen ja die meisten Käsekuchen ohne Boden. Mmh. Und geschmacklich echt überraschend, muss ich sagen. Ich mag Vanille, ja, in dem Fall kommt die wirklich sehr gut raus. Auch die Zitronenschale, die schmeckt man noch. Also kann ich jetzt nicht sagen, dass das nicht schmeckt, ganz im Gegenteil. Ungewöhnlich. Wie gesagt, die Konsistenz ist sehr anders, als ich es gewöhnt bin. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt im Verhältnis dazu steht, was man im Ofen macht. Also wahrscheinlich ist die Arbeit die gleiche und der Kuchen ist auch relativ klein. Aber warum macht man sowas? Weil man es kann. Ja, weil man mal was anderes ausprobieren will. Ich mag das auf jeden Fall. Und wenn man mal, was weiß ich, keine Ahnung, im Campingurlaub ist, ja, wo man keinen Herd hat, sondern nur seinen Thermomix im Wohnmobil dabei hat, dann kann man auch mal Leute zum Kuchen einladen und dann Käsekuchen aus dem Varoma machen oder so. Ich weiß nicht.
Nennt ihr mir Gründe in den Kommentaren, warum ihr unbedingt mal Kuchen im Varoma gemacht habt oder machen wollt. Ich bin sehr gespannt, ob ihr dieses Rezept ausprobiert. Das solltet ihr wirklich mal machen, einfach mal, um es mal auszuprobieren. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir auf jeden Fall ein Like da. Abonniert den Kanal und schaut auch gerne mal in unser Wunderkesselforum www.wunderkessel.de, denn nur da gibt es die besten Rezepte für den Thermomix. Ich freue mich auf das nächste Video. Bis dahin sage ich Tschüss und guten Appetit.